Heute ist nach tagelangem starken Regen endlich wieder ein toller Tag. Die Sonne scheint, wunderbar. Jeder will jetzt gleich in den Garten gehen und wieder arbeiten. Möchte ich auch machen. Eigentlich möchte ich meine Beete wieder durchhacken, denn der Regen, der starke Regen, hat die Erde richtig platt geplanscht. Also kann man sagen, das ist richtig alles platt. Es ist zwar schön durchnässt, aber man muss die Erde jetzt ja wieder auflockern. Eigentlich wollte ich das heute machen, aber ich sehe, könnt ihr mal schauen, ich sehe, dass die Erde noch richtig nass ist. Wenn ich das jetzt aufhacke, ich zeig's mal, dann kommen in der Erde richtige Brocken raus, also vom Hacken. Und die, wenn die dann trocknen, muss man dann am nächsten Tag muss man die klein hacken oder fein hacken, weil sonst hat man ja dann richtige Löcher überall. Und bevor ich dann anfange zu hacken, warte ich lieber noch einen Tag, damit die Oberfläche trocken ist. Aufhacken muss man die Erde auf jeden Fall wieder. Erstens einmal muss er ja aufgelockert werden, weil wenn man wieder drauf gießt, kann das Gießwasser besser rein und kommt zu den Wurzeln und läuft dann nicht ab. Und außerdem das Unkraut oder was da so aufgeht, das kann man dann gleich mit reinhacken und das kompostiert gleich wieder, braucht man es nicht rausrupfen. Ja, das werde ich jetzt entweder heute Nachmittag machen, wenn die Erde abgetrocknet ist, oder ich warte noch bis morgen. Nass genug ist alles, also gießen braucht man sowieso nicht. Dann lassen wir das einfach so. Ja, war mein kleiner Tipp. Lieber einen Tag abwarten und dann hacken, als das mit der nassen Erde machen. Wenn euch der Tipp gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, meinen Kanal abonnieren und bis zum nächsten Tipp. Tschüss, eure Gartenmoni.